Eine Ausstellung, viele Stars. A Star is Born zeigt im Museum der Bildenden Künste Musikgrößen der vergangenen 60 Jahre. Mit dabei Solokünstler wie Rock'n'Roll-König Elvis Presley und beliebte Gruppen wie die Beatles. Auch die jüngste Musikgeneration findet sich wieder. Das Besondere an der Ausstellung, dass wir eigentlich als Thema eine Populärkultur in das Museum der Bildenden Künste runtergebracht haben. Also jetzt nicht die hohe Kunst, was ja auch immer was Elitäres hat, sondern dass wir hier Bilder präsentieren, wo jeder Besucher eigentlich sein eigener Kurator oder der beste Deuter ist. Etwa 180 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien werden im Museum ausgestellt. Dabei sind die Motive inhaltlich sehr verschieden. Es ist auch ein breites Kaleidoskop von Fotografien. Sie haben die starkultischen Fotos, wenn Gruppen ins Studio gehen und werden getrimmt für das nächste Cover. Aber sie haben auch viele Fotografien und die sind eben so ausdrucksstark, wenn man dann entkräftet in der Umkleidekabine dann wieder sitzt. Bei den vielen Fotos denkt man automatisch an die persönlichen Lieblingsmusiker. Auch der Museumsdirektor hat ein Idol. Ich habe leider nie ein Jimi Hendrix-Konzert erlebt, aber ich kenne zahlreiche Filmdokumente, die doch noch sehr deutlich rüberbringen, was das für ein Gitarrengenie war. Und auch diese Fotofolge, ist ja nicht ein einzelnes Foto, zeigt, welch Meister er an der Gitarre war, ob er sie rücklings gespielt hat, ob er sie mit der Zunge gespielt hat. Es sind aber nicht nur Sänger und Gitarristen zu sehen, auch bekannte Schallplattencover und Fotos von den Groupies werden gezeigt. Die Musiker, die formen natürlich die Jugendlichen in der Geschmacksrichtung, was man tragen soll, Mode oder auch Verhaltensweisen, Kodierungen sämtlicher Art. Und das ist eben interessant, dass man das feststellen muss, das geht schon in den 50er Jahren los. Das ist kein Phänomen seit Tokyo Hotel. A Star is Born läuft bis zum 13. Januar. Genug Zeit für einen Besuch.